Unfassbar, Polizeistaat Österreich. Die machen Überstunden. Ja. Wir wollen einen Schanigarten, mehr wollen wir doch nicht. Und ich glaube, die Kieberer bringen genauso einen Schanigarten wie wir. Und das nicht erst in 3 Wochen bei dem Wetter. Es ist wie in China, es ist nicht normal. Polizeistaat, Israel, China. Bis dieser Zug vorbei geht. Diese Brücken sind zu, gell? Da darf man auch nicht durch. Brücken sind zu. Ich bin schon bei der dritten Brücke. Ich hab schon ein Hornhaut auf die Haxen. Alle oben sind zu. Alles. Alle zu. Die 3 da oben auch. Ja.
Grüß Gott, lass bitte da rausgehen. Das ist Österreich und das ist Demokratie, wenn die einfach eine dreifache Mutter in der Demokratie Pfefferspray ins Gesicht, in die Augen sprühen und sie dann gegen einen Baum schubsen und schlagen. Das ist Demokratie und das ist mir passiert, nur weil ich friedlich demonstrieren wollte für unsere Freiheit und für unsere Rechte. Wahnsinn. Sind Sie auch noch zuversichtlich, dass wir wieder eine Normalität wieder zurückzukommen werden? Mit dieser Regierung definitiv. Vielen Dank. Dankeschön. Ja. Danke. Bitte schön. Keine Ahnung. Danke. Sie stehen für einen Mann und ich bin selbstständig. Wir haben für die Polizei gespendet, wir haben für die Wega gespendet, wir haben für die Kova gespendet und für die Kollegen, die verletzt sind und den Dienst nicht mehr machen können. Das haben wir gespendet und das wird sich auch festhalten. Tut mir leid auf jeden Fall, ja. Letzte Frage, wirst du dich impfen lassen? Natürlich nicht. Natürlich nicht, ja. Bist du aus Wien? Nein, aus Klagenfurt. Extra aus Klagenfurt eingereist? Ja, schon das dritte Mal jetzt. Unglaublich. Ich sag vielen herzlichen Dank, ja. Bitte, bitte. Danke. Gibt keine Pressefreiheit da drinnen. Mich haben sie auch nicht reinlassen. Ja, voll. Obwohl ich angemeldet bin als Pressefotograf, weggeschickt worden. Sie sind Pressefotograf und durften nicht in den Kessel rein? Nein. Nicht schlafen! Wie zufrieden sind Sie mit den österreichischen Maßnahmen zurzeit? Ernsthafte Frage, oder? Ist eine ernsthafte Frage, ja. Was Ihnen gleich bewusst ist, dass Sie die ganzen Videos sehen. Jetzt ist in Kenntnis, dass Sie diesbezüglich eine Anzeige bekommen. Okay? Jetzt die zweite Anzeige, nur zur Information. Also wissen Sie, wie das Ganze passiert. Gut, dann wünsche ich Ihnen einen schönen Abend noch. Wir haben uns schon überlegt, unter die Organisatoren, ob wir in Zukunft eine Anzeigestunde machen zu Beginn der Versammlung, dass wir gleich mal alle Anzeige Namen erledigt haben. Und damit wir uns sehr geholt haben, dann hätten wir alles erledigt. Wir bekommen jetzt die zweite Anzeige. Ja. Da macht sogar die Presse. Am Gehsteig, mit 2 Meter Abstand auf den Herrn Manuel, mit dem Sie im Haushalt leben. Ja. Und mit dem gehen Sie dann gemeinsam heim. Wunderbar, genau so habe ich es vor. Herrlich, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Wiederschauen. Ihnen auch. Wiederschauen. Wiederschauen. Ja. Es gibt keine Einkesselung mehr. Herr Ehrlich, möchten Sie mir aus 2? Können wir das bitte vermeiden?